Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin gerade ein bisschen am Tüfteln, also nicht wundern, sollte sich hier mal ein bisschen was nebenbei bewegen oder verstellt werden. Ich suche nämlich gerade mal eine Kameraeinstellung aus, wie ich am besten euch meine Modellagen präsentiere. Dann habe ich ja, wie ihr wisst, eine neue Lampe. Die muss noch ordentlich in Stellung gebracht werden. Ich denke mal, so geht's jetzt. Das heißt, das muss ich mich dann ein bisschen umstellen, da die Kamera genau links neben mir auf meinem Tisch steht. Alles andere, was so weit weg steht, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ja bei euch nicht so gut ankommt, weil ich öfters aus dem Bild draußen bin. Und deshalb versuchen wir das jetzt ganz einfach mal so. Ja. In der Zwischenzeit kann ich euch aber auch schon wieder etwas vorstellen. Ich habe ja schon des Öfteren mal erzählt, dass ich bei einem China-Shop bestelle. Und das habe ich auch wieder getan. Und zwar bei Born Pretty, das heißt bornprettystore.com. Und da sind diese vier, sind das vier? Ja, ich glaube, mehr war es nicht. Na, nee, mehr war es nicht. Und da sind diese vier Schmuckstückchen dabei rausgekommen. Als erstes nehme ich mal diese Schablone hier. Das ist eine Schmetterlingsschablone, wo viele verschiedene Schmetterlinge und einmal Libellen drauf sind. Das ist die BP74. Ja, dann habe ich mir, Entschuldigung, gekauft diese neuen Dotting Tools. Ich habe zwar blaue, die sind aber nicht mehr wirklich schön anzusehen durch das Reinigen. Und die Spitzen sind locker. Und die haben mich so angegrinst in dem Shop, dass ich einfach mal hier zugreifen musste. Und ich hole sie euch zuliebe jetzt auch gern mal raus. So. Das ist zum Beispiel der erste. Ich sollte euch vielleicht ein Tuch unterlegen, dann könnt ihr auch die Farben besser sehen. Machen wir auch gleich mal. So. Ja, na klar. Also, dann hole ich euch noch ein Stückchen dazu. Okay. Also, ihr könnt sehen, die funkeln und glitzern wunderschön, haben auch die verschiedenen Spitzen von ganz klein bis hin zu groß hier zu sehen. Ja, und haben, wie gesagt, die unterschiedlichsten Farben in der Glitzeroptik. Das war der Hauptgrund, warum ich mir die neuen Dotting Tools gekauft habe. Und ich denke, ihr werdet das verstehen. Ja, dann habe ich noch entdeckt diesen Pinsel hier. Das ist ein Pinsel, um Farbverläufe besser zu gestalten. So. Der schaut so aus und ist oben gerundet. Das ist also ein komplett runder Pinsel. So. Wie ihr hier schön sehen könnt. Und hier vorne, wie gesagt, damit soll man dann den Farbverlauf oder Effektverläufe besser gestalten können. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen kleinen nochmal. Der ist aber dann flach. Und damit kann man auch ja kleine Sachen bearbeiten. Sprich, was ihr wollt. Ja, dann habe ich noch ein Teil entdeckt. Ich lege euch das mal hierher. Moment. Dann habe ich noch dieses Teil entdeckt.
Da bin ich drauf aufmerksam geworden in einem der amerikanischen Videos, die ich sehr oft schaue. Und ich habe immer das Problem, dass es mich einfach nur nervt, wenn ich gerade meine Nägel frisch gemacht habe und dann ein Stamping mache und die Stampingplatte reinige und dann packe ich da mit meinen frisch gemachten Nägeln die Acetonpads an und ja, dann ist bei einigen schon mal der Glanz hin gewesen und deshalb habe ich mir dieses kleine Teil hier gekauft und ich drücke da jetzt einfach mal hinten drauf, zack, und wie ihr sehen könnt, erscheinen da hier vorne ein paar kleine, ne, Greiffingerchen, nenne ich es jetzt mal so. Ja, und damit soll man ja die Wattepads aufheben. Zack. Und die Schablone reinigen können. Und ihr seht, der greift, wie gesagt, ein Stück. Und dann kann man damit auch mal hier seitlich die Schablonen reinigen. Legt es ab und greift sich das nächste. So sind die eigenen Finger, wenn man jetzt nicht gerade Handschuhe benutzt, dann doch geschützt. Und deswegen dachte ich, das Teil bestellst du dir ganz einfach mal mit und probierst es aus. Ja, das war's auch schon zu meinem Einkauf Einkauf bei Born Pretty Store. Hoffe, ihr könnt vielleicht damit was anfangen. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin.